Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Es geht weiter hier und ja, dass es weitergeht, heißt, dass der Mod aktualisiert wurde und Schweinebacke, er wurde aktualisiert. Wir können jetzt wieder ganz offiziell Spaß haben und ich würde mal sagen, wir gehen ganz offiziell mal hier an Bord des Bootes und läuft der an rum. Nick weiß noch nicht, wie man ein Boot betritt, aber das macht ja weiter nichts. Wir reisen jetzt einfach mal. Das kann man verlassen nach Fahrhaberweisen. Jawohl. Mach es hübsch. Ich war Nick. Tschüss. Jo, jetzt sind wir voll auf Wasser aufgelaufen hinten eigentlich, aber das macht ja weiter nichts. Ich meine, zum Glück habe ich keine Ahnung von Booten oder so, aber ja. Bin ich hier noch weg? Gut, hier ist jetzt eine unsichtbare Wand über uns. Gehen wir nicht mehr weg. Wo ist jetzt eigentlich Nick? Ich meine, kommt der mit? Oh, ich meine, können wir die Fahrt etwa live sehen? Ohne Cutscene? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach, Leute. Ich bitte euch. Ich meine, hallo. Ladezeiten sind das, was Fallout 4 ausmacht, nicht wahr? Ich warte jetzt einfach mal auf den Fall, dass irgendwas Spannendes passiert und ich das in der allerersten Millisekunde nicht mitbekomme, aber ich glaube, da passiert nichts mehr. Ich hasse mein Leben. Wo haben wir es denn da? Shift F9. Oh, kaum passiert ist das. Oh, schmeiß dich doch vom Boot, wäre doch witzig. Wo ist Nick hin? Kommt er nicht mit? Ich will was sehen, aber hier sieht man schon nichts. Schweinerei. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Spooky, spooky. Ich hab vergessen, er ist Stadtbeschützer. Ne? Ich bin ja auch blöd. Ich glaube, wir müssen nochmal zurückreisen. Ne? Schön, dass mich jetzt Leute anschreiben. Ich hasse das Team. Ich hasse das Team einfach nur. Was ist das denn für eine Lampe? Bleib ruhig, Elle. Wir haben Besucher. Festlandbewohner machen nur Ärger. Ja. Nimm die verdammte Waffe runter. Ja, ich muss sowieso wieder nach Hause. Ne? Ich hab was vergessen. Es tut mir leid. Ja. Tschüss, ne? Also. It's a prank, Bo. Tschüss. Hab ich nur verarscht. Ich wollte gar nicht herkommen. Nö, ich nehme jetzt wieder Rückwärtsgang, hau ab. Wieso folgt uns denn Nick nicht? Ich dachte, er kommt mit. Naja, kommt halt nicht mit, ne? Weil ich habe die ganzen Steam-Reviews gelesen und die meinen halt, ja, das macht dir nur Spaß, wenn du Nick magst. Und ich denke mir so, ja, okay, ja, mag ich ihn eigentlich. Also. Aber er kommt halt nicht mit offenbar, zumindest nicht um den Boden. Ja gut, das ist halt nicht wassertauglich. Teleportiert sich über hier hin. Ja, ich habe vergessen, ich wollte doch dem Institut Bescheid sagen. So just for fun. Ich meine, ey, scheiß drauf, oder? Komm, machen wir einfach mal. Was soll schon passieren? Bitch, please. Bitch, please. So, das die Ladezeit jetzt kommen wir wahrscheinlich kurz. Können wir vielleicht vom Boot hier schon schnell reisen? Das wäre voll witzig. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, kennen wir nicht. Die Frage ist, wem soll ich denn jetzt eigentlich Bescheid sagen? Weil ich meine, ich bin ja der Führer, also. Ja, hey Leute, bin wieder da, ne? Ich habe eure Tochter nicht gefunden, aber es ist mir auch scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Noch ein Stück, noch ein Stück. Mann, schreib mich doch nicht an. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ach Gott, ich hasse es. Yippie, endlich sind wir an Land. Ja, ist doch schön für dich, mein Gott. Macht man. Gleich mal Steam raus. Ja, ist ja gut. Ja. Okay, wir wissen, dass du mich angeschrieben hast. Kannst du es jetzt bitte sein lassen? Das wäre voll cool. Meine Fresse, Leute, die Sachen nicht in Einsatz packen können, ne? So, da sind wir in die Institution. Ich habe Steam jetzt mal wieder offline gestellt. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. War schon heftig. Gut, dass er wieder da ist, wo er wem soll ich denn jetzt hier eigentlich Bescheid sagen? Blablabla, Werkstatt interessiert mich nicht. Spaziergang im Park, ne? Ach, Walk in the Park. A trip in the dark. Ich glaube, ich gehe in das Licht, keine Ahnung. Bin kein Experte. Hier, Advanced Systems. Sag mal den Advanced Systems mal Bescheid. Die Bescheid wissen. Ha, ha. Hallo Schnucki. Wer auch immer du bist. Ich habe mehrere Projekte laufen, aber ein weiteres dürfte noch passen. Ich muss mit jemandem über eine Sache im Norden reden. Schön, dich kennenzulernen. Boah. William Mosley, fortschrittliche Systeme. Ich bin gern bereit zu helfen, wenn ich kann. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Tust du jetzt schon. Was ist deine Geschichte, William? Ja, hau mal raus. Was ist deine Geschichte, William? Nun,
Ich bin schon seit ein paar Jahren eine Art Verbindungsmann zwischen der Abteilung für fortschrittliche Systeme und dem SEB. Dr. Lee und Dr. Ayo haben sich nicht sonderlich gut verstanden. Es wäre gut, wenn jemand als Mittler fungieren könnte. Dr. Lee ist weg. Wie dem auch sei, ich versuche hier nur, meinen Job zu machen. Läuft da irgendwas ein, dass das SEB ein Ordnungsverhaber? Blablabla. Läuft da irgendwo ein Einsatz des SEB an einem Ort namens Fahrhaber? Was? Nein, noch nie davon gehört. Wenn du schon an der Sache dran bist, könntest du dich dann weiter darum kümmern? Lass es mich wissen, wenn du was herausfindest. Mach ich. Bericht im Institut von der Sensorflucht. Ja, habe ich gemacht. Das war ja spannend. Zum Glück haben wir das gemacht. Ja. Zum Glück haben wir das hier gemacht. Okay, auf meinem Handy wollte ich gerade eine App installieren, die ich nicht runtergeladen habe. Finde ich auch noch. Warum nicht? Dann gehen wir mal wieder. Okay, können wir ja hier schnell reisen. Stimmt, da haben wir ja fast verjährt. Ja, Fahrhaber. Achso, wir können direkt nach Fahrhaber reisen. Wir müssen nicht mal nochmal diese schöne Bootskazine uns angucken. Ach, schade. Oh, komm mal, Nick ist mit mir gekommen und ich habe mich natürlich direkt vor sie hin teleportiert. Das ist überhaupt nicht seltsam. Nein. Alle Begrüßungskommando, ne? Ich schieße euch dann jetzt schon mal auf, ne? Jetzt euch nicht stört. Hast du dich verirrt? Ja. Du bist in Fahrhaber. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir können uns die Insel nur mit Waffengewalt zurückholen. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner. Ist damit so. Du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Ich wollte euch alle umbringen. Wo bin ich hier? Ich brauche Informationen über eine Sims-Zuflucht auf dieser Insel. Ich bin nicht den ganzen Weg gekommen, mich feuern zu lassen. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist, ja. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Zumindest wissen wir, dass sie es bis hier geschafft hat. Danke, Nick. Das wäre mir gar nicht. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Hallo. Nimm meine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir! Du hast mich zwar eben schon begrüßt, aber ich sag halt. Fall bloß nicht runter! Runterfällt, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Ich kann ja gar nicht schwimmen. Okay, wir werden also angegriffen. Was soll das auf hin? Den Rumpf! Da draußen ist was! Ja. Sehe ich. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Achso. Das ist keine Übung! Ja, doch. Ich wollte Ihnen sagen, ich bin da noch nicht auf Position. Da kann ja natürlich das Monster noch nicht spawnen, aber. Leute. Ja. Splittermine. Sind die Splittermine die gefährlichen Gegner? Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Seefahrerin? Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Ah, da kommen sie. Schieß sie ab. Mein Gott! Verteidigt euch! Feuer frei! Wer? Was ist denn das? Eierlachs oder was? Schlinger? Du Scheiße. Junge Schlinger, habe ich das denn richtig gelesen, Alter? Sag mal, ein junger Schlinger. Was zum Fick ist das denn hier für eine Missgeburt? Weil zum Glück haben wir keinen Aktionsraum mehr. Voll die Dinos hier. Ich würde dich mit dir weglegen. Ach komm, ich bin voll getroffen, ey. Ist der hier runtergefallen, Alter? Kann nicht weit sein. Ja, auch Nick, ne? Schon. Heftig. Spring einfach runter hier. Naja, komm mal her, ja, komm. Wir sind nicht bei armen Leuten. Was hast du denn dabei? Schlinger in der Reihe. Ein Mob? Was? War das Englisch? Ja. Öffnet das Tor. Achso, alle tot oder was? Nice. Yay, wir haben es geschafft. Okay. Ja, schade, dass ihr alle tot seid, ne? Das sehe ich auch nicht.
Können euch ja mal ein bisschen looten, so. Junge Schlinge. Ja, schon geil, wie Dings ja. Nein. Wie Nick hier einfach runterspringt. Hey, YOLO. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Halt doch mal die Fresse. Und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Oh, das war alles? Hallo, kann ich mich mal nicht schubsen? Was ist der Nebel? Ihr habt die ganze Insel verloren, wohin ich auch gehe. Niemand hat das Leucht. Wenn du trotz allem überlegt hast, musst du wirklich hart sein. Ja, was ist der Nebel? Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaber angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Wie süß. Erinnert mich an der Forest. Ihr habt die ganze Insel verloren. Ihr habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt zählt Fahaber zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Okay, ja. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Ja, dann geh doch raus, mein Gott. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Okay, was sind denn das für Kinder des Atoms? Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Klingt es, als solltest du dich um die Kinder des Atoms kümmern. Endgültig gehen wir zum Geschäftlichen kommen. Ja. Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Fahaber und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Ich? Was? Diese Dialoge sind so ein bisschen verpackt, kann das angehen? Was hat er dem Prediger angetan? Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Okay, haben die Kinder... Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Okay. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Oh, ich finde den Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach, nicht schon wieder KI-Folgen. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber... Die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere, wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Okay, was kannst du mir über Arcadia erzählen? Das kommt mir vor als Arcadia. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow, er ist als einziger dort gewesen. Ja. Okay, ich brauche keinen Fremdführer, eigentlich wirklich nicht, aber naja. Danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar. Im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Aber ein Punkt und ich dazwischen. Möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke.
Danke. Sprech mit dem alten Longfellow. Ja gut, dann machen wir das erstmal. Erstmal gucken wir uns natürlich mal um. Kannst du ja wohl verstehen. Können wir denn hier bauen oder so? Ich meine... Schützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Hi. Der Festlandbewohner. Ja. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Ja. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. Du willst keine Hilfe? Ich will keinen Streit. Ich habe euch den Arsch gerettet. Also ja, hey, komm mal, ich wollte nur helfen. Ja. Hey, Kumpel. Ich wollte nur helfen. Hilfe von anderen macht dich schwach. Ach so. Man braucht sie mehr und mehr. Bis man ohne sie verhungert. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, ha? Huh? Oder das Mal danach. Entweder kommen wir Haberbewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Wenn du handeln willst, dann mach das. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt, bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Was hast du ein Problem mit den Kindern? Hm. Was hast du für ein Problem mit den Kindern des Atoms? Wir hätten die Bastarde umlegen sollen, als sie hier ankamen. Stattdessen haben wir sie bleiben lassen. Und sie haben aus ihrem Versteck den Nebel immer stärker gemacht. Stark genug, um uns aus unseren Siedlungen zu treiben. Immer weiter und weiter, bis wir alle im Ozean ertrinken. Hast du Beweise dafür? Hast du Beweise dafür, dass sie den Nebel verstärkt haben? Beweise? Wenn wir darauf warten, können wir uns auch gleich selbst erschießen. Zur Zeit meines Vaters war der Nebel lästig. Etwas, das man meiden sollte. Jetzt wird er jeden Tag stärker. Er brennt wie das Feuer der Hölle. Und die Kinder sind schuld daran. Immer die Kinder. Ja. Sag mal, was du da hast. Alles klar. Hast du vielleicht ein paar Fusionsdinger? Das wäre ganz witzig. Bärenfalle. Cool. Der Fischfänger. Nein. Fleischerhaken. Interessant. Das scheinen wohl die neuen Waffen zu sein. Harpunenkanone. Ich weiß nicht, ob wir die noch finden, aber mir hätte ich ja schon Bock drauf, immer die zu holen. Ne? Komm, geben wir uns einfach mal. Wir haben ja genug Geld. Radiumgewehr. Das sieht komisch aus. Ha, die PTAS haben wir auch noch zu Hause rumliegen. Aber irgendwie ist mir nicht so danach. Was ist das denn, Alter? Exchange for an Explosive in Projectile Penetrator. Scheiß die Wand da. Was sind das denn für Waffen, Alter? Alter, Alter. Gut, das Maschinengewehr kennen wir ja schon. Bla bla bla. Unterhebelgewehr. Aha. Ich habe so das Gefühl, dass wir die sowieso noch finden werden. Deswegen will ich sie eigentlich gar nicht so alle kaufen. Aber das klingt ja schon sehr interessant. Ja, kaufen wir uns mal. Ne, wir haben genug Kronkorken. Naja, scheiß drauf. Kleidung brauchen wir eh nicht. Hilfsmittel, nein, danke. Was brauchst du? Harpunen, ne? Ganz logisch. Fusionskerne hast du ein paar. Die nehme ich dir mal ab. Ich meine, ich muss die leider Gottes abkaufen. Weil, ja, ne? Also langsam wird's knappi. Knabberino. Was brauchst du hier für Waffen? Für Munition? Kaliber 50, haben wir eigentlich noch genug, ne, aber, ja, waren wir immer glücklich. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Ich glaube nicht, oder? Ja, hier den sauberen, hellbraunen Anzug. Ach, guck mal, haben wir noch ein bisschen was. Ein paar Drogen und so, kann man ja mal anbieten, ne? Genau. Man gönnt sich ja sonst nichts. Holen wir uns auf jeden Fall wieder zurück, die Kronkorken, wenn ich schätze. So. Okay. Haben wir doch mal erfolgreich gedealt. Jetzt können wir mal kurz gucken, was das hier für Waffen sind. Das hier. Die Kinder des Atoms wollen uns alle töten. Uns ins Meer treiben. Ist das eine PTRS eigentlich? Ich meine, ich finde es schön, dass ich da Punkt da ist und man das nicht sieht. Aber naja, muss ja weiter nichts. Ja, Chinese are die Power Armor Rifle. Okay, das ist einfach nur eine PTRS mit ein bisschen Special Schaden. Naja, gut, okay. Was war das andere jetzt hier? Gamma-Kanone? Ne, wo war denn das jetzt, was ich noch geholt habe? Oh Gott. Wie hieß denn das? Huch, nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt gerade total verwirrt, ne, ist furchtbar. Habe ich mir denn da geholt? Die Gamma-Kanone kann es doch nicht sein. Jo, weil war ja schon vorher. Kampfscharfschützengewehr? Ne. Boah, ey, keine Ahnung mehr. Du weißt doch das Kampfscharfschützengewehr? Nee, das haben wir ja schon vorher.
Ach, keine Ahnung. Ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Nee, wieso nennst du sie Krabben? Keine Ahnung. Geht ein auch noch Quests hier? Was hast du hier zu bieten? Alter Sau. Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Pass auf. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Harpunenkanone was? Geschichte von Gier, Blut und Rache. Von welcher Familie redest du? Von welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Achso. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor, sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen, stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Ist das so? Warte, meinst du etwa, ich bin der mysteriöse Fremde, der dir helfen wird, deine Familie zu rächen? Alles klar, ich bin der Freund und du brauchst meine Hilfe. Gut, aber das sollte sich auch auszahlen, das sind Unsinn. Lass mich raten, ich bin der mysteriöse... Ja. Lass mich raten, ich bin der mysteriöse Fremde, der dir helfen wird, deine Familie zu rächen. Oh, du bist ein ganz Schlauer. Gut, du brauchst einen scharfen Verstand, denn dein Teil der Geschichte ist gefährlich. Hm? Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge. Hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Ghule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Okay, wo waren diese Ghule nochmal? Wo waren diese Ghule nochmal? Der Campingplatz am Nationalpark liegt westlich von hier. Okay. Diese Ghule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie Petey angetan haben. Machen wir blutige Flut, sagst du. Na gut, dann mache ich jetzt aber auch erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 4 wieder, wenn wir die Insel ein bisschen weiter erkunden. Bis dahin, Tschüssikowski.